Für die Mod gibt's nur eine Map. Genau, bei Daisy Origins gibt's nur eine Map. So, jetzt warten wir noch, bis er ausgegangen ist. Oh nein, da ist Dr. Ivan. Guck mal, jetzt links in den hinteren Bunker in der Außensicht. Siehst du den? Außensicht? Mhm, die sind in den orangen Kippen. Oh, ich bin rausgegangen aus Versehen, ich weiß nicht warum. Irgendwas dann gedrückt. Geh bloß in die Hocke, geh bloß in die Hocke. Siehst du den in den orangen Kittel da hinten im letzten Hangar? Da wo du gerade genau hinziehst? Ich sehe was Orangenes, aber ich kann da. Ja, ich kann ihn sehen, okay. Ja, das ist Dr. Ivan, das ist der unsterbliche Zombie hier. Unsterblich? Den kriegst du nicht tot. Den kriegst du schon tot, aber brauchst du eine AK für. Und die haben wir nicht, das heißt, das könnte schmerzhaft für uns ausgehen, wenn wir uns nicht gut anstellen. Gut, dann folgt mir. Na, guckt er uns an oder nicht? Nö. Aber ich will ihn auch nicht aggro ziehen, also bleiben wir noch ganz kurz. Ja, ich denke, es ist generell gut, in der Hocke zu bleiben. Ja, nicht bei so wenigen Leuten auf dem Server. Genau, check du mal den anderen Bunker da ab, der rechts daneben ist. Einfach schön in die Bunker reinschauen, da findest du auch, nicht in die Bunker, sondern in die Hangars. Da findest du auch hin und wieder mal eine AK oder so, oder eine Schrotflinte. Wie wechsle ich denn zum normalen Laufen? Zwischen Rennen und Laufen? Shift oder was? Also meinst du zwischen richtig Rennen oder Joggen? Ich bin jetzt total außer Atem, da renne ich ja wahrscheinlich, ne? Oder jogge. Nee, ja, also ja, genau, du hockst, also das ist jetzt kein Problem. Also du bleib einfach so und das geht schon so. Also. Ich bin im gleichen Hangar wie du, merke ich gerade. Ja, ich bin hier auch noch reingegangen. Na, hier hinten ist nämlich eine Waffe. Habe ich nicht erkannt. Ja, musst richtig in die Ecken gehen. Ja, und wenn jemand uns dann hier die startet und wir, ich habe keine Fährkampfwaffe und das könnte ja ganz gut für uns ausgehen. Aber wir haben was ist denn das? Was denn? Ist das ein Zombie? So, ja, warte, ich töte dich. Oh, ist das dunkel? Wieso ist das jetzt so dunkel? Warte noch ganz kurz. Ich glaube, ich habe meinen Monitor zu dunkel eingestellt. Ja, und machst du den anderen jetzt nicht als Aggro? Mm-mm, die Waffe ist ziemlich leise. Ich muss mal hier für mich ein bisschen aufdrehen. Ich glaube, ich habe meinen Monitor zu dunkel. Oder mal das Gamma ein bisschen hochdrehen, so. Ist auch nichts drin. Na gut, dann nehme ich den übernächsten und den nächsten. Ich glaube, hier gibt's nur noch einen. Ah ne, ja, okay, du läufst an einem Bunker weiter. Oh, da sind Zombies. Geh in den Bunker rein, lauf in den Bunker rein. In den Hangar hier. Oh, hat getriggert, hat dich getriggert. Ja. Kann ja ruhig. Kommt noch einer. Was? Na komm her, na komm her. Na komm. Wie laut ist meine Waffe? Deine Waffe ist ziemlich laut. Lol. 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 Schieß durch den Zombie durch. Da. Das ist Daisy. So, ich habe jetzt mal Gamma hochgedreht. Das soll jetzt kein Cheaten sein. Mein Monitor ist wahrscheinlich so dunkel eingerichtet. Meine Güte. Bist du immer noch an dem Zombie? Nee, ich hab den schon getötet, aber. Das ging ja gar nicht. Ich schieß da einfach durch den Zombie durch. Oh, was ist denn hier Leckeres? Nom nom. Zwei AKM-Magazine. Nehmen wir mal mit. Die AKM ist nicht die seltenste Waffe. Mhm.
Zur Not haben wir noch das Flugzeug, das ist, hat kein Benzin mehr. So, wie komme ich du jetzt? Auf den, bist du auf den Silo da oben? Ja. Keine Angst. Boah. Was denn? Boah, ich hätte fast auf dich. Das sind die typischen Reflexe von mir. Bist du runtergefallen? Nee, noch nicht. Ich hab's überlebt. Oben auf den Bunkern ist eh nichts drauf. Oh mein Gott! Was denn? Wir haben einen Bunkereingang gefunden. Also so einen richtigen Bunkereingang. Ist die Tür zu? Ich glaube, die kann man aufmachen, aber nee, kann man doch nicht aufmachen. Oh. Ich hab schon Bluthochdruck hier wieder bekommen. Da hinten ist eine Ziege. Naja, hier ist ja. Hier, oh, da hinten liegt eine Leiche. Bei der Ziege? Ja, da hinter der Ziege liegen zwei Leichen. Die Musik ist aus auf einmal. Na gut, dann hier war nichts sonst. Wir haben hier drei Airfielder. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, oh, ich glaube, ich habe einen Überlebenden gesehen, oder? Nee, da müssen es kommen. Dann komm, lass wieder zum Heli laufen, weil da hinten findest du nichts. Ich wollte nur mal die Leiche anschauen. So, ich glaube, das sind aber geskriptete Leichen. Also. Wieder hingespawnt worden, sozusagen. Was ist das hier? Ach, ein Auto. Irgendwas ist mit meiner Auflösung mit der Sicht nicht gut. Wieso? Ja, ich erkenne hier Sachen nicht richtig. Oder ich muss mal die Brille wieder putzen. Ab zum Heli. Ah, da hinten ist ja noch eine Feuerwache, ne? Und oder ein Militärdorf war doch so. So eine Kaserne. Ja. Ja, wir können ihn hier wieder stehen lassen und in das Dorf reingehen, wenn du möchtest. Entscheide du, was am sinnvollsten ist. Ich bräuchte ja aber mal irgendwie eine gescheite Waffe. Ich wollte gerade sagen, du brauchst ja nämlich auch eine Waffe. Dann würde ich sagen, geh mir ihn ins Dorf und lass den Heli da stehen. Der ist ja so und so mit Blut gekauft. Das ist ja kein. Ja, aber einen funktionstüchtigen Heli findest du ja nicht auch. So, wo bist denn du eigentlich? Ein bisschen weiter rechts von dir. Ja. Und dieser Dr. Blafasel? Ah, Dr. Ivan? Ja. Dr. Ivan, also ich kann ja mal die Geschichte von Dr. Ivan erzählen. Das wäre mal nett, ja. Dr. Ivan hat sich geklont hier. Also es gibt hier auch die Labore von Dr. Ivan. Aha. Die sind nämlich versteckt, die kannst du hier auch finden. Und er hat sich halt ein paar Mal geklont. So um die 20.000 Mal, weil hier Unterbevölkerung war, weil hier ein Krieg geherrscht hat. Okay. Und dann hat er sich geklont und guck mal, da hinten am Flugzeug ist er wieder. Wir haben Zombies-Akro, ne? Also muss ich ein bisschen ranhalten. Genau, dieser Dr. Ivan hat sich jetzt ein paar Mal geklont und dadurch hat sich bei einem Klon so ein Virus entwickelt und dieser Virus, also dieser Dr. Ivan, dieser Klon, hat dann auch die anderen angegriffen und oh, der, warte mal, der hat alle Reifen. Lauf mal ein bisschen weiter. Oh, das sind viele, die Akku haben. Was? Oh Gott, ich hab's ganze Dorf wahrscheinlich jetzt schon. Einfach mal. Ah! Boah, Gott sei Dank aus! Links ab! Ich bin auf dem Weg, warte eben. Also lauf ein paar Mal irgendwie im großen Kreis oder so. Ich habe einen Heli gefunden. Scheiße. Im Dingen steht auch einer, ne? In dem Militärdorf da. Lauf bloß. Warte, komm. Sind oh, oh. Wenige, ne? Bei mir leckt's. Schon. Oh, Dr. Ivan, nein! Wo, hinter mir? Ja, er ist hinter dir. Nein, er ist jetzt hinter mir. Oh, da ist. Da ist wirklich ein Heli. Oh, ja,
Bitte irgendein von uns beiden ist ja her. Wie bist du hinter mir her? Bleib weg von mir. Bist du das, wo so rennt? Ja. So, bringt das was, hochzugehen? Hab ich mich erschrocken. Mein Gott. Wo bist du denn jetzt? Ich bin hinterm Gebäude. Allein. Es gibt ein paar Gebäude. Hinter dem großen. Ich hoffe, ob der Heli funktionstüchtig ist. Nein. Ja, dann komm, gehen wir wieder zum Heli. Oder warte mal. Wo schießt du? Ja. Ui, hab ich mich erschrocken. Deine Waffe ist zu laut, das bringt nichts. Die kommen immer wieder. Komm. Lass uns zum Heli laufen. Das ist am sichersten. Okay. So, wie stehe ich denn wieder auf? Wir gehen einfach zum auf C. Ja, bin schon wieder da. Und drück mal Doppelshift. Schnell! Oh mein Gott! Doppelshift? Ja, so dass du wieder rennst. Du meinst Doppel W? Ja, oder so. Oder so. Oh mein Gott. Wir haben auch Dr. Ivan AK, guck mal hinter uns. Oh mein Gott, die kannst du wirklich nur mit einer AK oder so töten und dann zwei Magazine hinten in seinen Kopf ballern oder in sein Herz. Der Überzombie. Ich hoffe doch, dass du schnell den Hubschrauber starten kannst. Ja, wenn wir drin sind, kann uns nicht passieren, hoffe ich. Das war auch nur so ein kleines Airfield. Wo jetzt nicht so die Welt untergehen kann, wenn man ihn jetzt findet. Wir haben noch zwei größere vor uns. Okay. Alter, geht mir jetzt. Die sind so schnell, ne? Aber Dr. Ivan haben wir anscheinend abgehangen. Steig schnell als Passagier ein. Bin schon drin. Oh, ich bin hinten diesmal. Okay. Oh, das ist schon mal gut. Ich hab starke Schmerzen, scheiße. LOL! Ich bin erschrocken. Wie du das. Ich hab gedacht, ich wäre ein Zombie. So, Karten und dann abladen. Bo, oder so. Alter, ich hab Schmerzen. So, ich hab grad mal was getrunken. Das sieht man in komischen Bildbewegungen. Wie viel ist deine Trinkflasche, Wasserflasche und so noch gefüllt und dein Essen? Also die Trinkflasche ist gerade der Hals leer. Ach so. Und also ich hab in Realtime getrunken. Also in Real Life. Ich weiß, aber du hast mich gerade dran erinnert, dass wir auch trinken und essen müssen. Ja, essen sehe ich jetzt nichts, das irgendwie stört. Ich habe ja dieses Track-IR-System. Das hast du auch gerade an. Das habe ich auch gerade an. Ah, okay. Und das Coole ist einfach, jetzt habe ich die Hand von der Maus und von der Tastatur und kann mich einfach umschauen, indem ich den Kopf bewege. Oder wenn ich nach vorne gehe Richtung Monitor, sehe ich alles größer. Wenn ich nach hinten gehe, gehe ich auch wieder zurück. Sehr nice. Das Problem ist nur, wenn man sich dann an der Nase kratzt oder nach unten schaut oder was trinkt und nach oben schaut, also schaut man ja automatisch nach oben. Das sieht manchmal ein bisschen verwirrend aus für die Zuschauer. Also
Heli ist doch eigentlich schon was Schönes, ne? Das die stimmt. Die Strecke, die wir jetzt fliegen, hätten wir ungefähr 3-4 Stunden gebraucht zum Laufen. Ah, guck mal, rechts neben, links neben uns da ist, Skipiste. Skirikon-Simulator. Kannst du ja ein Lied von. Yep. Fahr nicht in die. Nein, na, Seile rein. Ich stürze mal ab. Und du kannst mal die Scheiben wieder putzen. Ja, wäre mal eine Option, ne? Aber ich hab den Heli ja so geklaut, also. Stimmt. Das ist nicht falsch. Anderes Airfield.